Nach den Staatsmeisterschaften am 1. Februar fand vergangenes Wochenende die Bundesliga im Eisstockschießen in der Salzburger Eisarena statt. Salzburg war mit 4 Mannschaften vertreten, die um den Aufstieg zu den Staatsmeisterschaften kämpften. Mannschaften aus ganz Österreich kamen in der Eisarena in Salzburg zusammen, um sich die Aufsteiger zu den Staatsmeisterschaften der höchsten Spielklasse in Österreich auszumachen. Mit dabei die 4 Salzburger Mannschaften Grödig-Gartenau, Straßwalchen, Trimmelkamm und St. Gilgen-Abersee. Bereits am Samstag entschied sich jedoch, Grödig-Gartenau und Straßwalchen spielen am Sonntag in der Aufstiegsgruppe weiter. Die anderen beiden Mannschaften mussten in der Abstiegsgruppe um die Chance um den Verbleib in der Bundesliga spielen. Die Organisatoren waren mit dem Turnier jedenfalls zufrieden. Ja, wir sind sehr zufrieden. Die Mannschaften waren alle da. Es hat keine, zumindest größeren Probleme gegeben. Es waren sehr gute Leistungen, gerade am heutigen Tag. Also wenn man allein Rothendorf angeschaut hat, die ja ewig lang auf Bahn 1 waren, die sehr gut schießen, muss ich sagen, kann man sehr zufrieden sein. Das Eis war ein sehr gutes Eis, wie wir schon lange in Salzburg nicht mehr gehabt haben. Also sicher bundesligatauglich. Schon vor dem Ende des Turniers war leider klar, dass Trimmelkamm und St. Gilgen-Abersee in der Abstiegsgruppe nicht bestehen können und sie zu den Landesmeisterschaften absteigen werden. Grödig-Gartenau und Straßwalchen spielten zwar nicht um den Sieg in der Aufstiegsgruppe mit, sicherten sich aber ihren Platz in der Bundesliga und nahmen viel Positives mit. Ja, wir sind zufrieden. Wir sind mit dem Ziel Klassenerhalt in die Bundesliga gestartet und haben gestern bereits mit dem 6. Platz in der Vorrunde den Klassenerhalt absichern können. Insgesamt ist jetzt, glaube ich, Platz 11 geworden. Also für unser rundum gelungenes Wochenende, wir sind happy. Ja, das war sowieso mal das Ziel, dass wir es da halten und ja. Und auf nächstes Jahr können wir dann aufbauen. Dass wir zweit in die Staatsliga auf, so weit sind wir noch nicht, aber es kommt darauf an, vielleicht kriegen wir noch einen neuen Mann oder was. Das sagt man dann. Es freut mich mal, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Vielleicht das größte Ziel, dass wir vielleicht noch einen Aufsteiger gehabt hätten, ist uns nicht geglückt. Aber zumindest sind einmal 2, die ja nächstes Jahr wieder in der Bundesliga sind. Wir haben heuer ein bisschen mehr Training absolviert als wir in den Jahren vorher, weil wir 2 neue Spieler in die Mannschaft integrieren haben müssen. Junge Spieler, die heuer das erste Mal überhaupt bei einer Bundesliga im Einsatz waren. Und daher haben wir einiges an Turniere gespielt in der Steiermark, in Bayern, in Tirol und bei uns hier in Salzburg. Und ja, sind natürlich froh, dass das jetzt bei der Generalprobe hat es nicht so gut ausgeschaut letztes Wochenende in Wals noch. Aber oft sagt man, verpatzt die Generalprobe und dann dafür in Echtzeit, wenn es darum geht, gut. Und genauso ist es auch gewesen. Stichwort junge Spieler, wie ist das in so einem Verein? Kommen da viele Junge nach oder muss man da schauen, dass man da junge Leute kriegt und die aufbaut? Also realistisch gesehen ist es schon sehr schwierig, junge Spieler im Stocksport zu kriegen auf Vereinsbasis, weil das Angebot an Sportarten ist einfach sehr, sehr groß und der Eisstocksport ist jetzt nicht unbedingt der Trendsportart in der Form. Aber wenn dann junge Spieler natürlich da sind, um das dann Mut zu kriegen, da versuchen natürlich viele solche zu kriegen und darum sind wir stolz, dass wir 2 junge, gute Burschen zu uns gebracht haben und hoffen, dass wir natürlich jetzt einige Jahre dann einfach auch weiterhin bei Meisterschaften da ein bisschen tonangebend mittun können, wenn die Spieler dann auch voll in den Verein integriert sind. Gewonnen haben das Turnier die Ladler Eisstöcke Graz vor dem ESV Chimi Eisstöcke Wien und dem EV Rottendorf. Sie dürfen nächstes Jahr bei den Staatsmeisterschaften um den Titel mitkämpfen.